Hi, was geht ab? Hier ist wieder Tim, dein Coach auf YouTube. Und heute soll es darum gehen, wie du am besten mit deiner Angst umgehst. Um dir zu erklären, wie du am besten damit umgehst, will ich dir erstmal sagen, wie ich Angst sehe oder wie ich Angst benutze und auch in Zukunft mehr benutzen möchte. Ich drehe dieses Video, weil ich selbst mich sehr viel von der Angst habe kontrollieren lassen in letzter Zeit und ich gemerkt habe, dass wenn man sich von der Angst kontrollieren lässt und in die Angst reingeht, das Ganze noch viel schlimmer wird und auch auf Dauer dein Leben verschlechtert. Das Problem mit der Angst ist, die Angst zeigt dir immer einen Punkt an, an dem du dich extrem weiterentwickeln kannst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, ein Teilnehmer von mir hatte das. Angenommen, du siehst eine Gruppe von Frauen und möchtest eine Frauengruppe ansprechen. Zwei Frauen, mehrere Frauen und Männer. Und da hatte er ganz große Angst, da hat er sich einfach nicht getraut, da war ein extremer Widerstand da. Ja? Hingegen, wenn er eine einzelne Frau angesprochen hat, war es einfach für ihn. Das Problem an der Sache ist, diese einzelne Frau, das kann er bereits. Da fühlt er sich wohl, weil er ungefähr weiß, was passiert, weil er ungefähr eingeschätzen kann, was das Ergebnis sein wird. Aber bei dieser Gruppe weiß er eben gar nichts. Und da kommt dann seine Angst. Er müsste sich ins Unbekannte begeben, ja. Er müsste riskieren, ins Unbekannte zu gehen, wo er nichts verlieren kann. Ja, er kann da nichts verlieren. Aber das erzeugt eben diese Angst. Aber in diesem Unbekannten, ja, weil es eben unbekannt ist, hast du immer die Chance, viel zu lernen. Denn etwas, das du schon kennst, etwas, das du schon einschätzen kannst, da ist ja gar kein Lernpotenzial mehr. Aber im Unbekannten, da ist ein riesiges Potenzial für persönliches Wachstum, für eine Lehre, die du aus dieser Sache ziehen kannst. Angenommen, das mit dem Ansprechen, ja? Deswegen ist es so wichtig, dass du deiner Angst folgst, dahin, wo sie dich hinbringen will. Was natürlich absolut logisch ist und nicht heißt, dass du, wenn du Angst vorm Feuer hast, du ins Feuer packen sollst. Natürlich keine Sachen, die im logischen Verstand schon vorhanden sind. Natürlich sollst du dich nicht absichtlich in Gefahr begeben, aber absichtlich in abschätzbare Gefahr begeben. Ja? Zum Beispiel, wenn du Angst hast, die Frau anzusprechen, wenn du Angst davor hast oder Widerstand spürst, dich, sagen wir, auf der Arbeit mehr reinzuhängen oder im Studium, ja? Weil du denkst, oh nein, vielleicht schaffe ich das nicht, vielleicht kriege ich diese Herausforderung nicht gepackt. Stell dich der Angst und vertraue der Angst, denn die Angst zeigt dir den Weg, wo du als nächstes ein großes Wachstum bekommen kannst, wo du als nächstes eine tolle Erfahrung und ganz viel Wert rausziehen kannst. Deswegen mein Tipp, wenn die Angst hochkommt, ja, erkenne die Angst, akzeptiere die Angst, wisse, dass die Angst der Widerstand ist und dass nach dem Widerstand eine tolle neue Lehre für dich kommt, ja, und dann geh diesen Schritt, überwinde dich über die Angst in die neue Situation, ins Unbekannte und nimm die Erfahrung mit, die du aus dem Unbekannten ziehen kannst. Ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen. Wenn das so ist, teile es bitte gerne, damit auch andere Leute von der Angstlehre, wie ich es nenne, profitieren können. Wir sehen uns nächste Woche. Danke, dass du wieder dabei warst. Dein Coach auf YouTube. Bis nächste Woche. Ciao.